Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, sagen wir mal, angezockt. Wir schauen uns heute das Tutorial nämlich an von Terraforming Mars. Und wir sind nicht alleine auf dem Mars. Standi ist auch dabei. Ja, genau. Und wer war da nochmal? Mark Wahlberg? Oder wer war nochmal auf dem Mars? Was? Ach so, der Marsianer? Genau. Warte mal, wer war denn das? War es Matt Damon oder Mark Wahlberg? Ich weiß auch nicht mehr. Nee, Matt Damon war das, Matt oder? Matt Damon, ne? Schöner, ja, der Film ist auf jeden Fall auch hier. Der sitzt hier neben mir. Ah, ach cool. Toll. Ja, ich hab aber sowieso mal jemanden neben mir herlaufen, von daher. Ja, genau. Terraforming Mars wollten wir schon ewig mal spielen. Ja. Wir kommen heute leider aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht dazu, es selbst, also nochmal richtig Multiplayer zu spielen. Deswegen spielen wir heute das Tutorial, beziehungsweise du. Ja, und Standi wird mir erklären, was ich alles nicht verstehe. Also alles. Also schauen wir mal. Das Spiel an sich ist nicht so kompliziert. Du kennst ja auch Arche Nova. Ja, das war super. Genau, und Arche Nova, sagt man zum Beispiel, ist der Nachfolger im Geiste. Terraforming Mars, Arche Nova, okay. Die ähneln sich ziemlich. Weil du hast auch Karten, die du ausspielen musst, um Sachen hinzulegen, um Sachen zu bauen und so weiter und so fort. Aber du wirst das alles erklärt bekommen im Tutorial. Okay, dann muss ich mir das hier schon angucken? Ist das wichtig? Ach, ich sehe schon. Warte mal. Das ist die Spielstruktur. Standardprojekte. Okay, also wir starten quasi und spielen die hier alle durch. Verstehe. Okay. Lustig ist, ich weiß gar nicht, ob das zu spielen ist oder ob jetzt nicht einfach nur ein Video startet. Oh, ja gut, dann gucken wir uns jetzt halt Videos an. Schauen wir mal. Cool. Starten? Nee. Willkommen bei Terraforming Mars. Bei Terraforming Mars leitest du einen Konzern, dessen Ziel es ist, den Mars der Erde so ähnlich zu machen, dass man darauf leben kann. Oh, verdammt, der arme Mars. Okay. Um zu gewinnen, musst du die meisten Punkte erzielen, indem du einen guten Terraformwert erreichst und so viele Siegpunkte wie möglich sammelst. Okay. Das ist dein Wert. 20. Du kannst ihn erhöhen, indem du globale Parameter steigerst oder indem du bestimmte Karten spielst. Oha. Siegpunkte verdienst du durch das Spielen bestimmter Karten, indem du Plättchen auf dem Mars platzierst oder wenn du Meilensteine beanspruchst und Auszeichnungen gewinnst. Standi, willst du mal vorlesen? Das Spiel endet, sobald alle drei globalen Parameter, Temperatur, Sauerstoff, Ozean, das sind die Parameter ganz rechts, den Höchstwert erreicht haben. Temperatur erreicht 8 Grad, Sauerstoff erreicht 14%. Es sind 9 Ozeanplättchen platziert. Okay, das ist das hier rechts, ne? Genau, links, also die linke Anzeige von der rechten Anzeige ist halt Sauerstoff, rechts die Temperatur. Ja. Und unten sieht man halt, dass da 0 von 9 Plättchen bisher gelegt sind. Okay. Globale Parameter gelten für alle Spieler. Der Spieler, der einen globalen Parameter erhöht, kann auch einen sofortigen Bonus erhalten. Okay. Du erhöhst den Ozeanspiegel, indem du ein Ozeanplättchen auf dem Planeten platzierst. Insgesamt müssen 9 platziert werden. Ozeanplättchen oder Plättchen? Ozeanplättchen. Okay. Ach so, der nächste globale Parameter verstehen. Sauerstoff. Ja, wir werden es gleich sehen. Sobald der Text weg ist, dann hätten wir mal einen freien Blick auf den Mars. Aber so ja nicht. Du erhöhst den Sauerstoffgehalt, indem du Grünflächenplättchen auf dem Planeten platzierst oder mit bestimmten Karten. Du musst den Sauerstoff auf 14% erhöhen. Okay, langsam wird mir das Spielprinzip klar. Wenn du 8% erreichst, erhältst du die Temperatur kostenlos. Das siehst du auch ganz rechts, wenn du wieder guckst. Bei Sauerstoffgehalt, also O2, siehst du bei 8. Da ist jetzt so ein kleines Thermometer da links. Genau. Da siehst du, dass du da einen besonderen Bonus bekommst. Okay. Und auf der anderen Seite rechts siehst du auch die besonderen Boni. Da erhöhst du dann die Wärme des Planeten. Und ganz oben kriegst du dann sogar noch ein Plättchen, weil 0 Grad, klar, kriegst du noch ein Plättchen Wasser. Okay, okay. Du kannst die Temperatur mit bestimmten Aktionen und Karten erhöhen. Du musst die Temperatur von minus 30 auf 8 Grad bringen. Dies geschieht in Schritten von jeweils 2 Grad. Minus 30, oh Gott. Das geht, ne? Wenn du minus 24 und minus 20 erreichst, erhöhst du deine Wärmeproduktion. Bei 0 Grad darfst du kostenlos Ozean platzieren. Habe ich aber gerade schon gesagt. Naja, aber gut. Zu Beginn jeder Generation erhältst du neue Projektkarten und am Ende jeder Generation Ressourcen. Eine Generation ist in folgenden Abschnitte gegliedert. Startspielerphase, Forschungsphase, Aktionsphase, Produktionsphase. Okay, und die sind in jedem Zug quasi alle 4 werden durchgenommen? Ja. Gut. Die erste Phase ist die Startspielerphase. In dieser Phase wird der erste Spieler zum letzten Spieler und alle anderen Spieler rücken jeweils einen Platz nach oben. Okay. Huch. Danach kommt die Forschungsphase. Während dieser Phase kannst du neue Projektkarten kaufen. Jede Karte kostet 3 Mega-Credits. Wo sehe ich mein Geld? Dein Geld siehst du
Da siehst du diese gelbe 42? Da, Ah, weiter links, links, das ist okay. das Geld, ja. Da hat auch Verstehe. jeder Konzern hat andere Staatsbedingungen. Das daneben ist Stahl, dann Titanium, dann Pflanzen, Energie und Wärme. Das sind die Okay. Ressourcen im Spiel. Okay. Okay. Huch. Wähle Genau, diese das Karte, ist, um sie zu kaufen. ich weiß nicht, ob du so eine Karte mal auswählen kannst oder mal anklicken kannst mit einem Rechtsklick. Nee, ich darf wirklich nichts aussuchen gerade. Leider. Ich glaube, ich muss die hier nehmen, die ist ausgewählt. Unterirdische Stadt. Okay. Sobald alle Spieler ihre Karten gekauft haben, beginnt die Aktionsphase. In dieser Phase nutzt du deine Ressourcen, um so viele Aktionen, wie du möchtest, auszuführen und damit deine Punktzahl zu erhöhen und den Mars zu terraformen. Das Ja, ist gut. dein Spielertableau. Die unterste Reihe zeigt deine aktuellen Ressourcen an. Mit diesen Ressourcen führst du die unterschiedlichen Aktionen im Spiel durch. In den braunen Kästen, darüber siehst du deine Ressourcenproduktion. Am Ende jeder Generation erhältst du diese Anzahl an Ressourcen. Okay. Bei der ersten Ressource handelt es sich um Mega-Credits. Genau. Und die kleine 1 über die 42 kriegst du dann halt in der nächsten Runde, kriegst du ein Geld dazu oder ein Mega-Credit. Toll. Zwei Genau, du Aktionen. kannst pro Zug bis zu zwei Aktionen durchführen. Danach ist dein Gegner an der Reihe. Wenn du keine weiteren Aktionen durchführen kannst oder willst, wähle die Schaltfläche Passen. Sollst du bereits eine Aktion durchgeführt haben, kannst du Überspringen wählen. Wenn du zwei Aktionen gespielt hast, musst du deinen Zug beenden. Damit endet dein Zug, aber du kannst erneut spielen, nachdem alle anderen Spieler ihre Züge abgeschlossen haben. Solltest du noch keine Aktion durchgeführt haben, kannst du passen. Steht das da? Solltest du noch keine Aktion durchgeführt haben, kannst du passen, okay? Du kannst erst dann weiterspielen, nachdem alle anderen Spieler gepasst haben und die Generation endet. Passe fürs Erste. Ich bin auf, also so sieht das jetzt aus, das ist unser Spielbrett sehr schön. Genau. Also ich meine, er erzählt dir natürlich wahrscheinlich in den kommenden Tutorials noch alles, aber wenn du dir mal die ganzen Flächen da anguckst, das sind ja Sechsecke, ne? Genau. Du siehst in der Mitte die ganzen grünen Teile Ja, und die genau. blauen Teile. Die blauen Teile, Ja. da wird Wasser platziert. Okay. Und da, wo du jetzt gerade mit der Maus drauf bist, wenn du zum Beispiel da ein Ozeanplättchen platzierst, dann erhöhst du nicht nur den Ozeanwert, den Wasserwert, sondern kriegst dann auch noch zwei Pflanzen dafür, dass du es da platziert hast. Okay. Sieht das Feld immer gleich aus oder ist das Zufall dann im Spiel? Das ist immer gleich, immer Immer dasselbe gleich. Spielbrett. Ja. Okay. Und wenn du zum Beispiel oben ist eine Stadt, da die mit der Kuppel, das Ding. Rechts daneben ist auch so ein Ozeanfeld. Wenn du da ein Ozean platzieren würdest, kriegst du zwei Karten, darfst du zwei Karten ziehen vom Okay. Stapel, vom Okay. Nachziehstapel. Wenn du aber erstmal angefangen hast, ein Plättchen zu platzieren, dann musst du alle angrenzenden dort platzieren. Wenn du zum Beispiel jetzt, wo deine Maus ist, wähl mal das Feld da links aus, wenn du da drauf gehst. Oder wenn, ja, bleib einfach mal mit der Maus auf jedem Feld. Ich kann tatsächlich gar keine Felder anklicken gerade. Ich Nein, glaube, nein, der will, einfach nur dass ich draufbleiben. passe. Achso. Ja, einfach nur draufbleiben. Ich möchte dir was erklären, genau. Wenn du jetzt zum Beispiel da ein Grünflächenplättchen platzierst, kriegst du natürlich eine Pflanze, kannst aber alle weiteren Grünflächenplättchen nur um dieses Plättchen herum platzieren, beziehungsweise darunter die beiden Ozeanfelder. Okay. Also Kannst wie also nicht bei. sagen, du fängst jetzt oben links an und machst dann unten rechts weiter. Also es gibt, glaube ich, Karten, die das erlauben, aber in der Regel ist es so, dass du angrenzend dann weiter bebauen musst. Okay. Verstehe. Das ist wie bei Arche Nova auf dem Platt. Da muss man ja auch wo anfangen und dann kann man nur daran setzen. Genau. Ich sehe ja Ähnlichkeiten tatsächlich. Okay, er will jetzt tatsächlich, dass ich passe, ne? Ich darf gar nichts machen, glaube ich. Ja, tatsächlich. Ja, natürlich möchte ich passen. Auf jeden Fall. Mensch. Violett hat auch gepasst, ist ja super. Haben alle Spieler gepasst, beginnt die Produktionsphase. Zuerst werden deine Energieressourcen in Wärme umgewandelt. Genau, das ist das Lilane, was dann rübergeht in dieses Mikrowellensymbol. Danach erhältst du die entsprechenden Ressourcenmengen für jede deiner Produktionsarten. Okay. Ich bin dran. Darf ich auch was machen? Na, jetzt kommt erstmal die Produktion. Ich sehe schon. Okay. Sind die globalen Parameter erfüllt, endet das Spiel am Ende der Generation. Die Punktevergabe wird im fünften Tutorial erklärt. Mensch, wow, wir waren richtig gut. Also ich fand, ich habe das jetzt hier schon richtig, richtig toll gemacht. Also man sieht schon, dass ich Talent habe für das Spiel. Und ich finde, ich habe dir das wunderbar erklärt, viel besser als das Tutorial an sich. Ja, auch auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir auf jeden Fall jetzt mit dem nächsten Schritt Standardprojekte fortfahren, denke ich. Vorfragen stand da, um Gottes Willen. Rechtschreibfehler. Standardprojekte sind alle wichtigen Aktionen im Spiel. Sie sind immer verfügbar und können unbegrenzt eingesetzt werden, kosten aber für gewöhnlich mehr als das Spielen von Karten. Öffne das Menü Standardprojekte.
Ich denke mal, hier vielleicht. Es ist nicht so leicht zu finden gerade. Sehr schön. Genau, und bevor du das jetzt alles durchklickst, würde ich auch einfach nochmal kurz was dazu sagen. Ja. Patienten zu verkaufen ist ganz einfach. Karten, die du auf der Hand hast, kannst du verkaufen für jeweils einen Mega-Credit. Okay. Darunter kannst du deine Energie erhöhen, kostet 11 Mega-Credits. Du kannst einen Asteroiden sozusagen landen lassen auf dem Mars, was dann die Temperatur erhöht. Oder darunter ein Wasserplättchen platzieren, so ein Ozeanplättchen. Okay. Eine Grünfläche platzieren, die dann natürlich wiederum auch den Sauerstoff erhöht. Ja. Oder du kannst eine Stadt produzieren oder platzieren, was ich eigentlich nie mache, weil ich das Spiel immer nur Solo spiele und da platziert man keine Städte. Aber auch das geht, ist dann auch dann für die Siegpunkte am Ende wichtig. Ja, ich sehe schon hier gerade rechts, ja. Schön, dass ihr immer dazu steht auch, was es macht. So für Doofe. So, ja, wir wollen natürlich Patente verkaufen, habe ich mir gerade mal so überlegt. Mhm, natürlich. Und ich glaube, ich entscheide mich für die hier. Nein, verkauf nicht die andere. Du kannst gar nichts machen, der hat schon alles für dich selbst gemacht. Das ist ja Achso, ich muss hier, glaube ich, erstmal okay drücken. Ja, 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 genau, die und verkaufen. Ach, ich bin so gut, Mensch. Und so wirst du halt Karten los, die du nicht mehr brauchst. Verstehe. Und kriegst sogar noch was dafür, toll. Huch. Mhm. Ich glaube, ich möchte nochmal ein Standardprojekt machen und dieses Mal würde ich gerne Kraftwerk machen. Mhm, tolle Band. Oder nee, weißt du was? Nee, ich nehme doch lieber Asteroid. Okay. Nee, doch nicht. Nee, hab mich umentschieden. Ich möchte so einen Aquifer machen. Ja, jetzt habe ich's. Vorlesen? Genau, vielleicht nochmal wichtig, der zweite Satz, das mit dem Platzieren habe ich ja schon erklärt. Der zweite Satz, dein Terraformwert steigt um 1, wenn du da einen Ozean platzierst. Für jedes Plättchen, das neben einen Ozean gelegt wird, werden 2 Mega-Credits Bonus gewährt. Das ist auch noch wichtig. Das vergisst man gerne mal, wenn man es zu Hause selbst spielt. Okay, ja, also ich würde gern Ozean legen und ich glaube, ich würde den gern hier hinlegen, scheinbar. So, die 2 Mega-Credits bekommen, du kriegst die eine Pflanze. Ja, hab's gesehen hier gerade. Und der Terraformwert hat sich erhöht. Sehr schön. Toll. Da ist die Pflanze übrigens. Du hast eine Karte verkauft, da ist ein Ozean platziert, deswegen musstest du jetzt weiterklicken. Und jetzt bist du wieder dran, weil Violet gepasst hat. Ich glaube. Jetzt kannst du wieder 2 Aktionen durchführen. Ich glaube, ich möchte nochmal so ein Standi-Projekt machen. Ja, Standi ist immer super. Und diesmal eine Grünfläche. Mhm. Wenn du eine Grünfläche platzierst, kannst du den Sauerstoffgehalt erhöhen. Mhm. Dieses Mögliche erhöht sich dein Terraformwert, genau. Du kannst auch dann noch Grünflächen platzieren, nachdem der höchstmögliche Sauerstoffgehalt erreicht wurde. Okay. Genau. Grünflächen müssen, wenn möglich, neben ein Plättchen in deinem Besitz gelegt werden. Jede Grünfläche, die du besitzt, gewährt dir am Ende des Spiels einen Siegpunkt. Okay, das ist leicht. Okay, ich habe so im Gefühl, dass hier eine ganz gute Stelle wäre. Ja, super. Ach ja, und weil die jetzt am Ozean ist, kriege ich dafür mehr? Ja. Du hast jetzt sogar 2 bekommen, weil du ja an 2 Ozean angrenzt angelegt hast. Schön. Ja, ich möchte nochmal ein Standardprojekt. Mach doch nochmal ein Standardprojekt, genau. Ja, finde ich auch gut. Ich würde gerne mal eine Stadt bauen, glaube ich. Ja, die können überall auf dem Mars platziert werden, nur nicht direkt nebeneinander. Am Ende des Spiels erhältst du einen Siegpunkt pro angrenzender Grünfläche. Okay. Also wäre hier, wäre ich sogar selber drauf gekommen, da hätte es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Dabei muss die Grünfläche auch nicht dir gehören. Ah, das ist auch interessant. Das ist auch der Bonus, wenn es dem Gegner gehört, die Grünfläche. Okay. Oh Gott, das muss ich mir alles nachher merken, ne? Oh je, das habe ich doch bis nächste Mal wieder vergessen. Das geht so schnell in Fleisch und Blut über, wenn du es einmal gespielt hast. So, und weil wir jetzt genug von Standi-Projekten haben, machen wir jetzt Projektkarten. Genau. In diesem Tutorial erfahren wir etwas über Projektkarten und wie du sie nutzen kannst, um den Sieg in Terraforming Mars zu erringen. Beginnen wir das Spiel am Anfang. Ob ich mal was selber machen darf? Nein. Du musst musst du deinen Konzern auswählen. Ja. Dein Konzern bestimmt deine Ausgangsressourcen sowie einige Bonusfähigkeiten. Okay. Also wir sind natürlich ein kapitalistischer Megakonzern, der alles einfach nur den Bach runtergehen lassen wird, was Umwelt und Tiere und so weiter angeht. Wir wollen einfach nur Kohle machen. Das Gute ist, es gibt keine Tiere auf dem Mars. Ah, gut. Oh, Drecksviecher. Will eh keiner. Wir kommen nur wieder die Umweltaktivisten. Aber was essen wir denn dann? Beyond Meat. Wir haben eine Kuh, davon leben wir jetzt 100 Jahre.
Die 100-jährige Kuh, man kennt's ja. Ja gut, mal gucken. Erzählt dir hier was Wichtiges. Hier sind deine Startressourcen, Spezialfähigkeiten, okay? Naja, er zeigt dir halt nur an, im Spiel selbst, also im richtigen Brettspiel, ist das halt eine Karte und da steht dann drauf im Prinzip genau das, was da ansteht. Ja gut, das werde ich dann auch sehen können. Also hier ist der heißen die wirklich Anfängerkonzern dann? Nein, du siehst ja da Inventrix und Phobolok, das sind die anderen Konzerne. Okay. Dieser Anfängerkonzern ist tatsächlich gut, wenn man das Spiel das erste oder zweite Mal spielt. Okay. Ich würde gerne mal ganz kurz nur die Dingstexte lesen. Inventrix benutzt Verstand und Muskeln im Wettbewerb mit anderen Megakonzernen. Sein Motto lautet, mach es richtig. Inventrix ist dabei ganz auf Forschung konzentriert. Toll. Phobolok. Mit dem Ziel der Führer an Weltraumlösungen der Mars-Ära zu werden, erwarb Phobolok mehrere nationale Weltraumprogramme. Das gewährt Zugriff auf vorhandene Infrastruktur und Technologie und diesen Vorteil wird der Konzern nicht ungenutzt lassen. Okay, hier gibt es gar nichts mit Umwelt und so weiter. Ist nicht Ahnung. Ja, bei denen nicht, aber es gibt da tatsächlich einen Konzern, der da auf Umwelt bedacht ist. Ah, aber am Ende des Tages macht alles selbe. Okay. Das ist einfach nur, damit wir quasi unterschiedlich heißen, wahrscheinlich im Spiel, ne? Naja, nee, du hast ja schon verschiedene Startvoraussetzungen bei den Konzernen, das schon. Achso, ich sehe gerade, ja, Anfängerkonzern, 10 kostenlose Projektkarten und 42 Milliarden, nee, Mega-Kredit, ja. Ne? Okay. Genau. Erhalte diese Karten alle? Oder kann ich, muss ich, nee, alle, okay. Ja, du kannst bestimmt noch mal rechts oder so da scrollen auf dem Pfeil. Ah. Das sind dann die 10 Karten, die du hast. Okay, Tanganbau. Mars-Over-Entwicklung. Immigrantenstadt. Nee, bloß keine Immigranten auf dem Mars. Wir wollen hier nur richtige Ureinwohner. Genau. Bloß keine Ausländer. Die klauen uns die Jobs. Okay. Öffne deine Projektkartenhand. Ja. Genau. Dann machen wir das. Nichts anderes als deine Handkarten. Projektkarten erlauben es dir, die Lage deines Konzerns zu verbessern, um den Mars effizienter zu terraformen als deine Gegner. Sie bringen dir unterschiedliche Vorteile, wie den Erhalt von Ressourcen oder Ressourcenproduktion, den Erhalt wiederkehrender Aktionen oder Effekte, das Platzieren von Plättchen oder das Erhöhen globaler Parameter. Okay. Zu Beginn jeder Generation, während der Forschungsphase, kannst du neue Projektkarten kaufen. Durch bestimmte Aktionen kannst du auch neue Projektkarten erhalten. Wähle diese Karte. Ich weiß nicht. Angepasste Flechten. Ich weiß nicht, ob ich flechten möchte. Das. Oh. Dies ist eine Projektkarte. Es gibt drei Arten. Selbstständige Karten, die sind grün, so wie diese hier. Ereigniskarten, rot. Und aktive Karten, blau. Ah, gut. Dann packen wir mal so eine Flechte bei uns auf den Boden. Kosten haben wir da? Das sind die Kosten, die du bezahlst in Mega-Credits. Teuer. Das ist das Symbol der Karte. Symbole sind nachher im Spiel wichtig, weil manche Karten kannst du nur ausspielen, wenn du zum Beispiel, was ich, drei grüne Symbole hast oder sowas. Achso, okay. Und so da wird dir genau angezeigt, was du bekommst. Das steht aber im Text auch nochmal unten. In dem Fall, wenn du die angepassten Flechten ausspielst, kriegst du eine erhöhte Pflanzenproduktion um 1. Okay, das ist, ich glaube, das ist simpel. Das werde ich verstehen. Ach cool. Toll. Kann ich jetzt aber gar nicht. Okay, dann kaufen wir sie mal. Schön. Sofort ein Pflänzchen. Genau. So. Wähle diese Karte. Vesta Schiffswerft. Ja, das klingt doch gut. Manche Karten bringen dir Siegpunkte ein. Die stehen dann auch drauf, genau. Okay. Ja. Achso, er ist da. Titanfunktion und... schön. Ja, perfekt. Genau, ich dachte, das wäre jede Runde dann immer eins. Ich dachte erst, ja, man müsse diese Sachen hier irgendwo hinbauen. Muss man gar nicht, ne? Die spielt man nur aus. Okay. Tatsächlich baust du nur Städte, die grünen Plättchen und die Ozeanplättchen, genau. Okay, also nicht wie bei Arche Nova. Ich dachte, man müsse das auch irgendwo hinstellen. Bei Arche Nova muss man ja sein Gehege und dann Tierchen rein und so. Ist hier ein bisschen anders. Okay. Ja, aber bei Arche Nova hast du dann nachher auch ähnlich die Karten vor dir liegen, weil du da ja auch auf Symbole achten musst. Und hier ist es ganz genauso mit den Symbolen, ja. Auch wieder eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Spielen. Öffne deine Projektkartenhand. Was soll ich denn jetzt schon wieder machen? Freisetzen von, was? Von Inertgas? Inertgas, genau. Mann, hier lernt man ja noch was bei dem Spiel. Ist ja furchtbar. Das erhöht jetzt einfach nur den Terraformwert um 2. Okay. Für jede Runde. Also machen jetzt, wir. Dadurch kriegst du jetzt jedes Mal 2 Geld mehr. Und
Permafrost-Extraktion. Das geht doch gar nicht. Hat eine Bedingung, du musst sie erfüllen. Okay, genau. Also wollte er mir jetzt sagen, geht nicht. Okay. Aber Lavaströme. Okay. Genau, erhöhe die Temperatur um. Genau, nicht vorlesen. Nein. Entschuldigung. Klicken. Entschuldigung, ich wollte ganz schnell einen Lavastrom haben. Warte, kannst du jetzt tatsächlich nur auf den vorgegebenen Plätzen spielen? Achso, das ist dann natürlich wieder den Bonus dafür. Okay. Dahin. Toll. Ich kriege zweimal Pflanze dafür, dass ich die ganze grüne Welt hier zerstöre und Lava sehe. Das ist toll. Jetzt hast du die Pflanzen sozusagen im Labor oder so. Gut. Obwohl es ganz schön grün da ist bei der Lava, ne? Oder sieht das nur so aus? Mhm. So, was haben wir jetzt? Wasserimport vom Europa? Vom welchen Europa? Ja, vom, ich glaube, das ist der... Ist das einer der Monde vom Mars? Europa? Ah, ach so. Ah, das meinen die. Ich habe gerade was ganz anderes gedacht. Okay. So, pass auf, es gibt jetzt verschiedene Sachen. Das wird er jetzt wahrscheinlich wieder erklären. Klick einfach mal auf OK. Ja. So. Das ist eine Aktionskarte. Die spielst du aus und hast vor dir liegen und kannst dann jede Runde, kannst du die als Aktion dann einmal benutzen. In dem Fall wirst du 12 Megacredits zahlen, um ein Ozeanplättchen zu platzieren. Du erinnerst dich vielleicht, bei den Standardprojekten kostet ein Ozeanplättchen 18 Megacredits, hier nur 12. Das ist ja voll cool. Genau. Am Ende kriegst du dann auch noch für die entsprechenden Symbole. Du siehst ja das Symbol, wo es jetzt einen Siegpunkt für gibt, siehst du oben rechts auf der Karte. Und wenn du dieses Jupiter-Symbol hast oder Europa-Symbol ist es, genau, dieses Symbol, Okay. Wenn du das zum Beispiel nachher 5-mal hast am Spielende, kriegst du dann für die Karte dann 5 Siegpunkte. Warum 5-mal? Wo sehe ich das? Das war jetzt nur ein Beispiel. Achso. Kannst auch 10-mal das Symbol haben, dann kriegst du für 10 Siegpunkte. Hier. Ein SP je eigenes Jupiter-Symbol steht ja hier unten sogar. Jupiter-Symbol ist es, genau. Und wenn du nicht genug hast, bei manchen Karten hast du dieses Titan-Symbol obendrauf oder das Stahl-Symbol, dieser Hammer, dann kannst du auch, wenn du nicht genug Geld hast, die Kosten senken, indem du Titan ausgibst. Du hast ja unten 5 Titan und hier schickt er dir vor, dass du 4 Titan ausgibst und so kannst du dann dementsprechend, oder klick mal drauf, genau, wenn du das, unten, wenn du das hin und her einstellst, dann siehst du, wie unten sich die Kosten ändern. Ich hab's gesehen, ja. Okay. Okay. Ja, ist ja gut. Oh nee, auch nicht die Ausländer. Ach, na gut. Effekt. Wann kommt Effekt? Ich frage mich gerade, was er mit der Karte will, warum du die ausspielen sollst. Weiß ich nicht. Weil das mir zeigen will, dass es Effekte gibt, die automatisch eintreten, wenn eine bestimmte Situation geschieht, glaube ich. Ach so. Stimmt. Und ich glaube, diese Karte hat eine Bedingung für die Ressourcenproduktion und ich kann sie nicht nutzen, wenn ich nicht genug Produktion habe. Denn Megacredits-Produktion kann auf minus 5 sinken. Ah, cool. Ja, das habe ich mir gerade alles selber erschlossen. Aber deswegen nehme ich die Karte jetzt auch nicht. Das finde ich doof. Deswegen nehme ich lieber die Mars-Rover-Entwicklung. Genau. Ja. Aber die hat halt ein Gebäudesymbol. Deswegen muss ich erstmal Stahlressourcen verwenden, damit ich die benutzen kann, weißt du? Ah, ist ganz schön clever. Ja, ne, ich habe das Spiel jetzt sofort verstanden. Also kaum 3 Sekunden drin, schon Profi. Sag ja. Im Prinzip hast du jetzt auch schon das meiste gesehen und verstanden, tatsächlich. Wie viel kam jetzt noch? Zusätzliche Aktionen und dann noch Siegpunkte, ne? Ja, am Ende die Siegpunkte natürlich, die berechnet werden. Das ist jetzt, glaube ich, das 3. von 5 Tutorials, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, also meinst du, wir schaffen das jetzt noch in einer Folge? Ja, ne? Ja. Okay, dann weiter. Jo. Zusätzliche Aktionen. Mhm. Toll. Sobald du 8 Pflanzenressourcen gesammelt hast, das siehst du ja unten, zeigt auch so ganz unauffällig drauf, kannst du sie in eine Grünfläche umwandeln. Wenn du ein Grünflächenplättchen auf dem Mars platzierst, steigen der Sauerstoffgehalt sowie der Zellformwert um jeweils 1. Versuche es jetzt. Genau. Ist es immer bei 8 oder liegt das an irgendwas, dass es jetzt 8 sind? Naja, irgendwann wirst du 8 Pflanzen im Spiel haben und dann kannst du die halt umwandeln in eine Grünfläche. Okay, also ist immer 8. Es gibt auch Karten, die erlauben dir für weniger so eine Grünfläche zu bauen. Aber in der Regel grundsätzlich sind es 8, die du brauchst, also 8 Pflanzen für eine Grünfläche. Okay, okay. Ich bin gerade verwirrt. Sind das hier alles schon Grünflächen? Ja, ne? Also ich kann jetzt das nur sind hier auch, das sind auch alles deine, weil du bist ja der grüne Spieler und du siehst ja die grüne Umrandung. Nur deswegen kannst du die da auch platzieren. Okay. Genau. Jetzt hast du dem Gegner natürlich einen Siegpunkt zugeschustert, ja, ist klar. Ja, ich weiß. Aber ich
wollte, weiß ich auch nicht. Ich habe es einfach mal hingesetzt. Mit Wärme ist das ganz genauso. Du erinnerst dich an die Energieproduktion, die dann immer rübergeschoben wird und daraus dann automatisch Wärme generiert. Und wenn du 8 hast, kannst du dann die Wärme erhöhen. Ach, schön. Zack, richtig. Gut. Du hast keine Aktion mehr übrig. Okay. Schön. Okay. Auch, dann schauen wir uns mal die Effekte an von den blauen Karten. Oh Gott. Immer wenn ein Stadtplättchen platziert wird, erhältst du 2 Mega-Credits. Schön. Ach, das kommt durch meine Marshover-Entwicklung. Verstehe. Das ist ja toll. Kannst du darauf vor dir legen. Und wie gesagt, immer wenn du eine Stadt platzierst, und ich gehe davon aus, dass du jetzt eine platzieren sollst. Ach, guck mal. Rote Rand zeigt, dass diese Regel für alle Spieler gilt. Aha. Ja, ja, du kriegst aber nur die 2 Mega-Credits, aber wenn ich eine Stadt platziere, kriegst du die auch. Ach, Also du kriegst nur den Effekt, aber das spielt halt auch, wenn ich die Stadt platziere. Ach, cool. Was soll ich jetzt machen? Ach, nur eine Stadt bauen. Okay. So. Ja, gut. Dadurch hast du Geld bekommen und hast 3 Siegpunkte sicher. Schön. Toll. Und wegen des Effekts kriege ich... Toll. Genau. Aktionen. Gucken wir mal dahin. Verwaltungsvertrag. Verbrauche 8 Wärme, um deinen Terraformwert um 1 zu erhöhen. Okay, das macht man quasi. Ist auch eine Karte, die er jetzt einfach mal ausgespielt hat. Die hast du ja, glaube ich, nicht ausgespielt jetzt im Spiel. Und anstatt die 8 Wärme zu verbrauchen, um die Temperatur zu erhöhen, kannst du halt dann auch die jetzt benutzen, um den Terraformwert um 1 zu erhöhen. Durch diese Karte Verwaltungsvertrag. Gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch andere, aber er will, glaube ich, dass... Ja, wir dürfen nur die nutzen. Okay. Oder? Ja, tatsächlich. So, 8 Wärme abgegeben. Okay. Keine Aktion mehr, dann super. Und nochmal. So. Nochmal. Oh, Bärtierchen. Ach, wie süß. Füge dieser Karte eine Mikrobe hinzu. Warum? Das kannst du einfach machen. Okay. Im Spiel selbst würdest du jetzt einfach ein Cube in deiner Farbe drauf platzieren. Und kriegst für, das siehst du, was da unten steht. Sobald du 4 Mikroben drauf hast, kriegst du am Ende dafür einen Siegpunkt. Okay. Verstehe. Auch wie Wenn du 20 drauf hast, sind es am Ende 5 Siegpunkte. Haben wir doch Tiere hier. Toll, Bärtierchen. Schön. Ja, es gibt nachher im Spiel auch richtige Tiere, ja. Also auf Karten, die du ausspielst. Oh. Ameisen. Ja. Toll. Entferne von einer beliebigen Karte eine Mikrobe, um dieser Karte eine Mikrobe hinzuzufügen. Okay, also nehme ich dem Bärchen die weg und gebe der Ameise. Nee. Genau. Doch. Ja, bestätigen. Okay. Jetzt haben die Ameisen eine Mikrobe. Das ist ja super. Und jetzt haben wir noch CO2-produzierende Bakterien. Füge diese Karte eine Mikrobe hinzu oder entferne 2 Mikroben von dieser Karte, um die Temperatur um 2... Oh Gott. Aua. Gott, das ist groß. No. Na gut. Dann tun wir das. Haben wir gemacht. Zwei entfernt. Temperatur ist gestiegen. Ach, und jetzt sind wir schon bei der Punktevergabe. Mensch, das ging ja flott. Ja, so kompliziert ist das Spiel gar nicht. Huch, Feinschliff-XP. Okay. Punktevergabe. Standi? Genau, es gibt jetzt noch die Meilensteine. Es sind besondere Erfolge, die du für dich beanspruchen kannst. Jeder bringt dir am Ende des Spiels 5 Siegpunkte. Ja. Weil der Spieler bisher, glaube ich, 100 Mal Solo gespielt habe, da gibt es nämlich keine Meilensteine, kann ich da jetzt so nichts zu sagen. Okay. Falls du die Kriterien für einen Meilenstein erfüllst, kannst du ihn beanspruchen, indem du 8 Mega-Credits zahlst. Jeder Meilenstein kann nur einmal beanspucht werden und insgesamt werden nur 3 der 5 Meilensteine vergeben. Okay. Öffne das Meilensteine-Symbol, Menü. Da. Da du einen Terraform-Wert von mindestens 35 hast, beanspruche doch den Meilenstein Terraformer. Nö. Okay. Okay. Auszeichnungen können jederzeit finanziert werden, werden aber erst am Ende des Spiels verliehen. Jede Auszeichnung belohnt Spieler für einen spezifischen Erfolg. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt, wenn du mit der Maus schon auf OK fährst. Oh, Entschuldigung. Der Spieler auf den ersten Platz erhält 5 Siegpunkte und der auf den zweiten Platz 2 Siegpunkte.
Beide 5 Auszeichnungen können finanziert werden und ihre Kosten steigen, bla bla bla. Zu Beginn kosten sie 8 Megacredits, dann 14 und schließlich 20 Megacredits. Wura. Sag ich dir. Okay, Grundbesitzer. Nehmen wir das. Ja, musst du, glaube ich, ne? Da du der Spieler mit den meisten Plättchen im Spiel bist. Genau. Kannst du das finanzieren. So. Okay. Ich glaube, du kriegst tatsächlich dann bei diesen Auszeichnungen nur die Punkte am Ende, wenn du auch da die meisten Plättchen hast. Wenn der Gegner dich nur überholt, dann kriegst du die Punkte nicht. Dann ist das Geld umsonst gewesen. Das ist ärgerlich. Aber wie gesagt, bei Meilensteinen und Auszeichnungen bin ich raus. Haben alle globalen Parameter den Höchstwert erreicht, beginnt nach dem Ende der laufenden Generation die Endphase des Spiels. Schon wieder passen? Ja. Oder die Produktion unten, sehr schön. Der erste Schritt ist die Pflanzenumwandlung. Da es noch eine letzte Produktionsphase gibt, kannst du vielleicht Pflanzenumwandlung für zusätzliche Siegpunkte durchführen. Okay. Genau. Du hast 15 Pflanzen, das heißt, ein Plättchen kannst du noch platzieren. Ist das schon? Ach, das ist schon ausgewählt. Okay, verstehe. Nee, das war doof, ne? Ich krieg ich die jetzt noch oder nicht? Oh, okay, ich krieg die sogar noch. Gut. Hatte ich jetzt drauf gehofft. Warte mal. 9, 8 gehen aber weg, okay. Wie war das nochmal? Bei Wasser krieg ich nochmal extra Punkte oder nicht? Du kriegst nochmal extra Geld. Genau, ich würde das jetzt aber neben der Stadt platzieren, damit du dafür nochmal einen extra Siegpunkt bekommst. Genau. Weil wir erinnern uns, Grünflächen neben der Stadt jeweils einen Siegpunkt. Okay. Genau. Ob Violett das kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil es eine Wurst ist. Wurde das erledigt, werden die Punkte zusammengezählt und der Sieger ermittelt. Sehr schön. Ich glaube, wir haben gewonnen. Terraform jedes Spielers wird als Grundwert für die Punktzahl herangenommen. Genau. Du bist bei 78, der ist bei 34. Das ist schon mal grundsätzlich eine gute Voraussetzung. Weil jetzt kommen noch andere Sachen dazu, ne? Genau. Danach kommen die Auszeichnungen. Der Gewinner jeder Auszeichnung erhält 5 Siegpunkte. Zusätzliche 2 Siegpunkte werden an den Spieler auf den zweiten Platz vergeben, außer es gibt nur 2 Spieler. Okay. Dann gibt es nur die Siegerpunkte für den ersten. Okay. Als nächstes kommen die Meilensteine. 5 Siegpunkte für jeden Meilenstein, jeden Spieler verliehen, der ihn beansprucht hat. Danach kommen die Punkte für die Grünflächen. Jede Grünfläche bringt den Spieler, der sie besitzt, einen Siegpunkt ein. Dann stehen die Punkte für die Städte an. Jede Stadt gewährt einen Siegpunkt pro angrenzende Grünfläche. Egal, ob dir die Grünfläche gehört oder nicht. Okay. Als nächstes kommen die Punkte für die Projektkarten. Alle Siegpunkte von Projektkarten werden der Gesamtpunktzahl des Spielers hinzugefügt. Dies beinhaltet auch die versteckten Punkte für Ereigniskarten und die dynamischen Siegpunkte. Ich fand das voll unfair, dass der so wenig Punkte hat. Schlussendlich wird der Gewinner bekannt gegeben. Gibt es 2 Spieler nach gleich vielen Punkten, gewinnt derjenige mit den meisten Mega-Credits. Ja, du hast halt super gespielt. Hast in den Grund und Boden gestapft. Ja, wir waren halt auch echt gut, ne? Also ich, ja, was soll man sagen? Der hatte halt keine Chance, also ganz ehrlich, voll der Loser halt einfach. Ist ja, halt so. Ja, ist echt Pussy, ne? Echt. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ich spiele auch nicht nochmal mit dem. Ich finde den ganz schön, naja, hat auch keinen Spaß gemacht mit dem. Der ist schlecht, ist der. Total schlecht, ja. Ja, ist einfach scheiße, mit so jemandem zu spielen, der alle runterzieht. Das macht ja auch keinen Spaß dann. Ja, solche Leute am Tisch, ey. den hast du das letzte Mal eingeladen, sonst komme ich nicht mehr. Ja, ja, nee, den lade ich nicht nochmal ein. Also Violett kommt nicht wieder. Ja! Damit haben wir das Tutorial geschafft und ich hoffe dann in der nächsten Aufnahmesession mit Standi, dass wir dann mal ein richtiges Spiel gegeneinander spielen. Ich bin gespannt, wie lange das dann gehen wird. Ich habe tatsächlich mal in echt mit 5 Mann gespielt. Mit 4, nee, mit 5 haben wir gespielt und wir haben, glaube ich, von 16 Uhr mit Unterbrechung Essen, glaube ich, bis 22 Uhr gespielt. Also das Spiel kann schon dauern. Aber wenn man in der richtigen Gruppe zusammensitzt, ja, zu zweit würde ich sagen, eine Stunde, anderthalb beim ersten Mal werden wir brauchen wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich muss ich dich auch nochmal vielleicht zwischendurch ein paar Sachen fragen oder so. Schauen wir mal. Aber an sich, ich glaube, dass das wird. Also das sind jetzt keine mir unbekannten Konzepte aus Brettspielen. Also habe ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung mit Brettspielen. Da erkenne ich viel wieder. Also, komplex ist es, aber nicht kompliziert. Von daher, das... Ja, kriegst du hin. Ich denke auch. Gut, Leute, dann hoffe ich, dass ihr euch darauf freuen werdet. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet.
ob ihr Bock drauf habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann, ja, bei einem Spiel Len 4 VS Standi wiedersehen. Und natürlich sind alle für mich. Natürlich, ist klar. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye.